Also hallo, mal wieder eine Botschaft an unsere Lieblingsgäste. Und zwar Brotzeit ist das Thema, oder? Ja. Magdalena? Brotzeit. Und es gibt ja verschiedene Motivationen für eine Brotzeit. Ich zum Beispiel, als Anti-Wanderer, mich kann man locken, indem man sagt, komm, geh mit wandern, dann gibt es eine leckere Brotzeit. Ja, und ich gehe wandern und habe dann die Brotzeit danach, aber ich freue mich aufs Wandern. Genau, sie macht die Brotzeit zum Wandern und ich wandere wegen der Brotzeit. So, meine Zutaten, also ganz wichtig, oder? Leberwurst, Essiggürkle, ordentlich Butter und Sauerteig, Holzofenbrot. Und dazu trinke ich das Wasser. Also wenn es kein Bachwasser gibt, gerne das Stillacher. Ja, und bei mir gibt es ein Brezel, natürlich ein Würstle dazu, ein Ei und ein Stück Käse. Damit die Brezel nicht ganz so trocken ist, gibt es noch Mettwurst. Zwei Mettwurste, genau. Und für den Vitamin- und Gemüsehaushalt habe ich Tomaten und natürlich als Belohnung dann hinterher der Muffin. Also an dem kann man schon sehen, wie viele Kilometer hier zum gewandert werden sollen und wie viel hier. Ja. Mindestens 15 bis 20. Ja. Und jetzt also ich muss ein bisschen was herrichten. Ja. Oder? Wenn wir da fertig sind, melden wir uns dann. So machen wir. Meine Wanderbrotzeit auch schon. Dick Butter, dick Wurst, eine Gurke, damit es nicht so trocken ist. Ja. Und man sieht schon, warum sie so viel aufpackt hat. Sie futtert vom Wandern schon. Aber wenn ich mir das anschaue, ja, ich hätte zwar Butterbrotpapier und Tüte, aber ich muss jetzt da reinbeißen. Das hilft alles nicht.